ist natürlich was ganz anderes. Man ist in dieser Branche nicht so geübt und muss sich da natürlich auch konzentrieren. Und es strengt schon an. Also man merkt abends schon, was man gemacht hat, aber es ist auf der anderen Seite auch interessant und einfach mal spannend, eine andere Branche hineinzuschnuppern und mal eine Rolle spielen zu können. Und wie gesagt, also ich bin da immer sehr offen für solche Geschichten und mir macht das auch Spaß, wenn es nicht so oft ist. Naja, Schauspieler sind wir noch nicht ganz, aber ich glaube, das ist ein Tag wie heute. Es ist zwar sehr stressig, aber es macht auch Spaß. Wir haben heute alles kompakt in einem Tag. Ansonsten ist es übers Jahr verteilt. So können wir uns heute auf diese Arbeit konzentrieren und ansonsten auf das Sportliche. Und deswegen finde ich das eigentlich eine ganz gute Sache. Es ist sicherlich hart anstrengend auch, aber wir machen es uns gegenseitig lustig. Wir versuchen ein bisschen Spaß zu haben und dann kann man das ganz gut hinbekommen. Das gehört dazu, aber das ist nicht hier die Ausnahme, sondern die Regel, wenn wir zusammenkommen, dass viele gerne am Computer spielen, gegeneinander spielen. Aber das macht es auch aus, dass wir uns auch dann treffen, sich nicht die Leute aufs Zimmer zurückziehen und nicht miteinander sprechen, sondern da gehört auch dazu, dass man sich trifft, dass man gegeneinander spielt und sich einen Wettkampf liefert. Ich glaube, so sind wir alle aufgewachsen. Diesen Wettkampf, den brauchen wir und selbst in der Freizeit. Ja, Stimmung ist ganz gut. Ich glaube, wir haben uns alle gefreut, uns mal wiederzusehen. Das war, glaube ich, ganz gut und jeder muss sehen, wie fit er wird bis zur Weltmeisterschaft. Wenn ich von mir sprechen kann, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit und ich freue mich auf die Aufgabe. Also im Fußball fühlt man sich schon noch wohler, aber es hat ja alles mit Fußball zu tun. Also jetzt hier im Kreis stehen vor dem Spiel, also das ist ja alles fußballbezogen. Deswegen, man fühlt sich auch ein bisschen wohl natürlich bei den Sachen. Und man kann sich gut hineinversetzen, weil man das jedes Wochenende hat. Sagen wir so, die Abwechslung ist schön, aber es ist schon auch ein bisschen anstrengend. Also immer wieder gut dazustehen, eine Pose einzunehmen und dann oder mal irgendwie was sagen, was man vielleicht ein bisschen anders sagen würde, zum Beispiel. Ja, weiß nicht, ob mir das liegt. Also, ich glaube, ganz so dumm habe ich mich nicht angestellt, aber macht ja schon Spaß, ein bisschen was anderes kennenzulernen. Es ist was anderes halt und die Stimmung ist toll und macht einfach sehr viel Spaß. Ich will nicht sagen, dass ich jetzt eine Routine entwickelt habe, aber beim jetzigen Dreh stelle ich schon fest, dass es einfacher ist. Wahrscheinlich sind wir auch alle besser geworden. Wir müssen dieselben Szenen nur noch zwei oder dreimal machen und dann klappt es. Also es wird viel besser von Jahr zu Jahr und nein, es ist schön auch da dabei zu sein. Sagen wir mal so, wenn ich ehrlich bin, macht es natürlich auch mal eine gewisse Zeit Spaß. Weil es ist ja auch wieder mal Abwechslung zum Alltag und so weiter. Wenn man einen ganzen Tag dreht und einen ganzen Tag dann natürlich auch verschiedene Dinge machen muss, dann wird es natürlich so zum Schluss, wenn es dann mal ein bisschen dunkel wird, die Sonne untergeht draußen, dann wird man natürlich schon noch ein bisschen müder, aber das merkt man ein bisschen weniger konzentriert. Klar, und dann freut man sich auch, wenn es dann irgendwie vorbei ist. Ja, also Werbespots sind jetzt keine Neuigkeit für mich, aber es ist natürlich immer wieder neu, so sie haben auch vor vielen Leuten dann irgendwie so ein bisschen zu verstellen, ein bisschen dramatischer zu sprechen. Es kann manchmal ganz witzig sein, manchmal fällt es leichter, bei anderen Dingen ein bisschen schwerer, aber wenn man sieht, was da hinten dann letztendlich rauskommt, auch an Produkt, auch an Image für die Mannschaft, ist es auf jeden Fall lohnenswert.